Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, die Sims-Suchtis. Ja, und wir sind in der neuen Reihe Auf ein Neues mit einer neuen Aufgabe für euch. Und ja, wir haben die Castaway-Challenge hier praktisch laufen, die ich für euch so kreiert habe. Ihr seid fleißig am Mitmachen. Ich bin total begeistert, wer alles dabei ist. Es haben sich weitere YouTuber gefunden, die Videos machen. Wir haben Leute, mit denen ich über die Galerie in Kontakt bin. Und ich finde das ganz toll und wollte mich bei jedem Einzelnen nochmal bedanken. Ja, eure Sims haben jetzt 2 Wochen der Entbehrung hinter sich. Soweit mir bekannt ist, haben wir keinen verloren und sie haben tapfer durchgehalten. Meine kleine Heldin steht hier und ja, jetzt dürft ihr euer Geld und eure Punkte umbauen in ein Haus. Wir müssten ja jetzt den ersten Tag Winter haben. Und ja, es wird Zeit für eine Behausung, wie wir bei manchen Sims sehen konnten. Besonders Tina Simlisch Sims hat es wirklich echt übel erwischt. Die hat ein paar Mal einen Blitzschlag abbekommen und stand oft im Regen und musste im Regen schlafen. Ich hatte da sehr viel mehr Glück. Aber so ist das halt. Bei jedem läuft es etwas anders, aber wir haben niemanden verloren. Ja, ihr dürft jetzt euer Geld umsetzen in ein Haus und eure Fähigkeitspunkte in eben in Geld umwandeln. Und ihr dürft für jeden Fähigkeitspunkten bekommt ihr 100 Simoleons. Die rechnet ihr eben zusammen, addiert das eben dann mit 100, ist ja eine ganz leichte Sache, indem ihr einfach 2 Nullen anhängt und schon könnt ihr unten den Geldbetrag korrigieren über den Money Cheat und mit diesem Geld ein Haus bauen. Gebaut werden darf, abseits des Netzes sind wir immer noch, sollte beachtet werden. Es ist kein Laptop erlaubt. Laptops verbrauchen hin und wieder mal Strom und die möchten wir noch nicht. Auch für Tiere sollte noch nichts gebaut werden, ansonsten sind erlaubt, ein Wohnzimmer zu bauen, eine Küche zu bauen, ein Bad zu bauen, ein Schlafzimmer mit Doppelbett dürft ihr bauen und ein Schlafzimmer mit nur einem Bett, einem Erwachsenenbett. Das ist eigentlich alles, was erlaubt ist. Ihr dürft euch natürlich einen Außenbereich gestalten, ihr dürft euren Garten anlegen, ja, was ihr eben möchtet. Ihr könnt euch auch gerne einen Pool bauen, wenn ihr dafür Geld habt. Bedenkt bitte, die nächste Rechnung müsste demnächst irgendwann kommen und die muss natürlich auch wieder bezahlt werden. Und ja, Zeit habe ich jetzt gedacht, lassen wir bis zum 10. August, bis dahin, weil wir ja momentan vielleicht alle noch etwas hype sind auf das neue Pack und damit etwas Zeit verbringen möchten. Und deswegen habe ich gedacht, 10. August, da haben wir noch alle ein bisschen Zeit, um dieses Haus fertig zu bekommen. Das ist eben, was drin sein muss und ja, das wäre praktisch die Aufgabe dann für euch. Nochmal Dank an alle, die mitmachen. Seid ihr noch nicht mit dabei, ist das auch nicht tragisch. Meinen Sim zum Beispiel habe ich in die Galerie geladen mit Fähigkeitspunkten. Nach 2 Wochen Spielzeit, wenn ihr mit dem eben anfangen möchtet, einfach jetzt ein Haus zu bauen und mit weiterzumachen, ist das okay. Ihr könnt natürlich auch noch gerne einen neuen Sim erstellen und diese 2 Wochen noch spielen. Regeln sind ja immer noch auf meinem Kanal zu finden und dann steigt ihr eben einfach noch mit ein. Ja, Daumen nach oben, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr auf nichts verpasst. Und ich sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.